Willkommen Das ist zurück doch alles nur Gerede. zu Korvek 2, die Nacht des Raben, bei Und glaub ja den nicht, dass beiden das alles Suffköpfen hier. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt ja keiner mehr was. Das ist doch alles. Leider kann ich nicht mit denen reden, um zu fragen, wie es gerade läuft, wie es gerade geht. Mal schauen, ob die hier was... Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Dazu sagen... Die Miliz kommt uns auch nicht zu Hilfe. Sie kommt nur aus der Stadt, um uns unsere Ernte und unser Vieh wegzunehmen. Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Okay. Ich habe jetzt gerade schon einen Blick hier reingeworfen. Allerdings habe ich da keine Aufgaben mehr gesehen, die ich jetzt zu erfüllen hätte im Kloster. Abgesehen von dem Rezept und dass der Typ halt in die Bibliothek will. Habe ich den Steintafeln dabei? Nee, nur die magischen, die will er ja nicht. Er will ja die unmagischen. Yo! Hat denn Zuris überhaupt... Hat denn Zuris überhaupt Rezepte? Das weiß ich gar nicht. Ansonsten könnte ich in der Stadt gerade leider nichts tun. Aber sobald ich halt Magier bin, werde ich halt wahrscheinlich diese Novizenquest nicht mehr abschließen können. Diese Rezeptquest, deswegen würde ich da jetzt das Ganze nochmal versuchen, bevor ich sozusagen meine Aufgaben als erledigt abhacke. Und genau. Jetzt will ich nochmal schauen, ob ich nicht ein Rezept besorgen kann für den armen Mann. Für den armen Novizen Orlan war es, glaube ich, oder Orlov? Keine Ahnung. Irgend sowas. Irgendwas mit O. Opolos. Opolos, der Grieche. Klingt so griechisch. Keine Ahnung. Der will ein Rezept, um sich weiterzubilden, genau. Und leider habe ich ja das ganze Fakt. Ich wusste ja nicht, dass ich das Rezept abliefern sollte. Ich könnte natürlich nochmal zurückgehen zu einem älteren Spielstand und das Ganze nachstellen. Aber zuerst mit ihm reden, bevor ich das Rezept unten abgebe beim Besitzer. Das wäre eine Möglichkeit. Aber die würde einiges an Zeit kosten. Spiel. Verarsch mich nicht. Hey, das habe ich schon immer gesagt. Ich habe deine Statuette ins Kloster gebracht. Du kannst dich wieder entspannen. Das sind gute Neuigkeiten. Inros möge dich beschützen. Nimm dies als meine kleine Anerkennung, mein Sohn. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hat sich doch gelohnt, hier nochmal herzukommen. 100 Erfahrungen, 150 Gold. Da sage ich nicht nein. Du hast leider kein Rezept. Das ist mal wieder typisch. Wie schaut's denn bei euch aus? Das hier ist, glaube ich, meine beste Chance auf ein Rezept. Zeig. Nein. Er hat leider kein Rezept. Man wird keins haben, oder? Das ist ja interessant. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Kein Rezept. Ach je. Dann muss ich mal hier schauen, wie es bei denen da aussieht. Das habe ich schon immer gesagt. Nein, auch kein Rezept. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und du hast Waffen, ne? Du hast garantiert auch kein Rezept. Nee, hast du nicht. Erzähl mir nicht sowas. Ich könnte nochmal den Alchemisten fragen, bei dem ich ja eine Ausbildung mache. Oder zumindest so tue, als würde ich eine Ausbildung machen. Ups. Ob der was für mich hat? Oder vielleicht der Wassermagier hier? Nee, ne? Der hat kein Rezept für mich. Wegen dieses Waffenhändler. Ach so, nee, das ist nichts Neues. Habe ich nichts rausgefunden. Das war ja Baltram, den ich gefunden habe, aber der handelt ja nicht mit den Banditen, sondern mit den Piraten. Das habe ich ja schon zur Genüge abgehakt. Konstantino, hey, hast du... Ich sehe, du bist in den Dienst Inos getreten. Das bedeutet wohl, dass du von nun an weniger Zeit haben wirst, einem alten Mann seine Kräuter zu bringen. Dennoch ist es eine große Ehre für mich, dich auf deinem Weg unterstützt zu haben.
Wenn du trotz deiner neuen Pflichten Zeit finden solltest, dich der Alchemie zu widmen, bist du bei mir immer herzlich willkommen. Na, das klingt doch gut, so verglichen mit seiner Einstellung mir gegenüber ganz am Anfang. Zeig mir deine Ware. Da habe ich doch einiges erreicht. Was haben wir denn hier? Reine Lebensenergie, reines Mana. 1000 Gold. Und wenn ich die wieder verkaufe, habe ich nur noch 500. Nein. Ah. Warum sind dir die Dinger so wichtig? Du bist zwar mein Lehrling, aber alles werde ich dir nicht verraten. Nee, lass mal. Ich werde dir welche bringen. Gut, bring mir so viele, wie du finden kannst. Nee, vergiss es. Ich ermögliche dir nicht zu zaubern. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Blabla. Da kannst du mir nur beibringen, nicht das Rezept verkaufen. Ich suche halt. Wieso? Ja, ich bin verletzt. Ja. Dann geh zu Vatras. Dann geh zu Vatras und blut mir nicht den Boden voll. Na, vielen Dank auch. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach, Mist. Ach ja, dann kriege ich halt leider kein Rezept. Aber dort, wo Adanos stand. Aber hier gibt es noch den einen Novizen am Bierstand. Ach, der schon wieder. Hey, Kumpel. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und nicht mal eine Wurst. Ah, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Du könntest ein Rezept haben. Stimmt. Der schmierige Gauner vom Anfang des Spiels. Wie heißt der? Kanta. Zeig mir das. Such dir. Der hat leider auch kein Rezept. Ich muss. Sehr, sehr schade. Ja, ich könnte jetzt zu Vatras mich heilen. Was soll's. Moment, warte mal. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Hier nochmal. Oder was ist denn die bessere Rüstung? Ich habe noch den Typen im Hafen, der mir noch an den Kragen will. Welche Rüstung ist denn besser? Die Novizenrobe. Die nehmen sich nix. Die haben beide 30 Schutz. Nee. Mit der Lederrüstung habe ich letztes Mal schon versagt bei dem Typen im Hafen. Da warte ich lieber noch, bis ich eine höhere Robe habe. Oder mir vielleicht noch eine bessere Rüstung leisten kann. Ey, und diese Brücke. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier kaputt. Nee, ich zahl dir nichts. Ich brauche 1000 Gold für ein Rezept. Vergiss es. Wie viele Lebenspunkte fehlen mir eigentlich? Ja, 20, komm. Kann ich mir doch selber reinpfeifen, oder? Komm, ich will eh nur die stärksten Tränke brauen. Weil Kronstöckel begrenzt ist. Da kann ich auch die kleinen Heilpflanzen einfach so direkt futtern. Also das mit dem Kronstöckel, das habe ich gerade eben beschlossen. Weil bisher dachte ich immer, hier diese Heilpflanzen wären die kritische Stelle beim Brauen, also quasi die kritische Zutat, von der ich nicht genug hätte, aber ich glaube, es ist Kronstöckel. Es sei denn, ich finde später im Spiel noch viel, viel, viel mehr Kronstöckel. Oder kann ich vielleicht in großen Mengen kaufen. Im Kloster. Das könnte sein. Konstantino hat ja maximal einen. Maximal deshalb, weil ich mir nicht sicher bin, ob er gerade einen hatte. Aber er hatte von sämtlichen Pflanzen, von sämtlichen Kräutern gerade nur eins zu kaufen, das ich ihm abkaufen konnte. Nun gut, ich habe nochmal mit Daron gequatscht. Das hat sich tatsächlich ein bisschen gelohnt, in die Stadt zu gehen. Aber jetzt werde ich ja wohl zurück ins Kloster gehen. Ich habe alle meine Aufgaben erfüllt, die ich erfüllen konnte. Ich glaube, das wird ein Rezept. Es sei denn, du hast vielleicht eins. Du bist ja auch nochmal ein Händler. Sag mal, hast du ein Rezept für mich? Wegen der. Ich habe hier eine. Was? Ich danke dir. Ah. Jetzt fehlen mir noch zwei. Oh. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich wollte die Ware sehen. Zeig mir deine Ware. Ich kann. Ja. Okay, alles klar. Du kannst mir deine Ware nicht zeigen. Trotz Steintafel. Gut. Dann hast du kein Rezept für mich. In der Taverne hier werde ich wahrscheinlich eh keins kriegen. Bei den Söldnern könnte ich vielleicht eins kriegen. Muss ich mal schauen. Vielleicht schickt mich ja irgendeine Aufgabe zu den Söldnern rüber. Dann schaue ich mich dort mal um. Falls ich dann die Quest überhaupt noch habe. Die Novizen-Quest.
Weiß ja nicht, wenn ich jetzt schon in die Bibliothek kann, ob das dann überhaupt noch machbar sein wird. So, gibt es hier irgendwelche Gegner, irgendwelche neuen? Sieht nicht so aus, ne? Und der Typ draußen vor dem Tor, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der wollte mir doch sagen, dass man hier irgendwo tolle Pflanzen finden kann. Und ich bin der Meinung, das muss hier in der Nähe der Brücke sein. Und deswegen schaue ich mich hier nochmal um. Da unten ist es nicht. Aber ich glaube, da kann man wieder hoch, so wie das aussieht. Ich speichere mal. Und dann erforsche ich mal den See da unten. Ich meine, hey, wenn ich hier mein Leben verbringen soll im Kloster, dann will ich ja auch wissen, was hier so außenrum passiert. Hoffentlich sind jetzt hier keine Gegner, die mich töten. Ui, da hinten geht's weiter. Wo geht's denn da hin? Das wüsste ich jetzt aber gerne. Okay, da hinten geht's einfach weiter. Interessant. Aber wo sind jetzt diese Heil- oder Mana-Pflanzen, die er mir verkaufen wollte? Ich sehe hier keine. Ah, guck mal. Da ist was. Und da ist was. Siehst du? Hat sich doch gelohnt. Aha. Noch eine. Noch was? Irgendwas? Nö. Auf der anderen Seite. Ich laufe hier ein bisschen vorsichtiger, damit ich nicht runterfalle. Ah, hier ist noch eine. Und da ist nochmal eine. Und da ist nochmal eine. Wow, sehr schön. Das sind wahrscheinlich genau die Feuernesseln, die ich dem einen Magier andrehen musste. Damit er mir... Oder einfach um seine Aufgaben zu erfüllen. War das nicht der... Der Mann im Keller. Das ist doch der Mann im Keller, oder? Ist Iskarot? Nee, Iskarot war es nicht. 7 Pflanzen, genau. Neoras wollte 7-mal Feuernessel. Das war auch der mit dem Rezept. Vielleicht kann ich dem ja ein Rezept abkaufen. Wer weiß. Keine Ahnung. Gibt's was Neues? Nö, gibt nichts Neues. Das hätte er doch besser wissen. Gut, dann bin ich hier endlich mal wieder zurück im Kloster. Und ich werde nun... Nein, ich werde kein Unkraut jäten. Ich gehe nochmal zu Neoras und frag den, ob er mir das Rezept nochmal kurz ausleihen kann. Vielleicht tut er es ja. Ich glaube es zwar nicht, aber hey, sicher ist sicher. Ich könnte ihn schlafen legen. Hey, kann ich bei dir... Ich unterweise keine... Dann kann ich dir... Ja, das hatten wir schon. Kannst du mir... Für einen Noviz... Alles was... Oh, nee, das hatten wir auch schon. Ich könnte, wie gesagt, und das versuche ich jetzt mal, aber davor will ich auf jeden Fall speichern. Denn der Typ ist ein hoher Magier. Ich werde wahrscheinlich ziemlich böse angeguckt, wenn ich den schlafen lege. Na wartet doch! nee, das wird nix. Also, der Schlaf hat nicht funktioniert. Interessant. Vielleicht ist er ja gegen Magie immun oder gegen Schlafmagie. Das könnte ja sein. Sonst hätte ich ihm das Rezept jetzt vielleicht abnehmen können. Ach so, natürlich. Es könnte natürlich sein, dass ich einfach zu schnell war. Und er erstmal seine Aufgabe hier abbrechen muss. Aber nein, das ist auch nicht der Fall. Das klappt so nicht mit dem Schlaf. Schade. Ich kann es mit Taschendiebstahl versuchen, den ich nicht beherrsche. Dafür müsste ich erst ein Level aufsteigen. Und das wiederum wäre mir ehrlich gesagt so schade dafür. Weil wenn, dann würde ich Schlösser knacken lernen. Und ansonsten halt meine Magie steigern und Magiekreise und so lernen. Gut. Dann habe ich hier meine Aufgaben erfüllt, ne? Oder habe ich gerade noch eine offene Aufgabe außer Obolos? Nö, habe ich nicht. Obolos. Ich hätte das nicht gedacht. Hey, du. Das war keine große Sache. Bekomme ich Zugang zur Bibliothek? Du hast Bruder Neoras die Feuernesseln besorgt?
Du hast Neoas Rezept wiedergefunden. Das war keine große Sache. Den schwarzen Wolf, der den Schrein gefährdete, hast du besiegt. So steht es in den Es ist dir gelungen, vier Novizen zu finden und so die Kammern zu reinigen. Du hast die Nahrung gerecht an die Novizen verteilt, wie Bruder Gorath es dir aufgetragen hat. Ja, du hast genug gearbeitet. Jetzt ist es Zeit, dass du die Lehren Innos studierst. Warum erfahre ich das jetzt? Sprich mit Meister Hyglas in der Bibliothek. Ich übergebe dir jetzt den Schlüssel. Juhu! Ich darf endlich in die Bibliothek! Und ich frage mich, warum hier so viel Unkraut wächst. Das muss doch irgendjemand jäten. Und ob das nicht eine Aufgabe für mich ist, irgendwann. Du, sag mal. Ich brauche ein paar Dinge. Hast du ein Rezept? Nee, hast du nicht. Aber du hast noch eine Aufgabe? Hast du noch eine Aufgabe für mich? Ja. Wie du weißt, keltern wir hier einen hervorragenden Wein, den wir auch verkaufen. Orlan, der Wirt der Herberge zur Toten Harpie, hat eine Lieferung bestellt. Ausgemacht sind 240 Goldstücke für die Flaschen. Bring ihm diese Flaschen, aber lass dich nicht von ihm übers Ohr hauen. Natürlich. Klar, das kriege ich hin. Das mache ich noch schnell, bevor ich in die Bibliothek gehe. Dann verdiene ich mir noch ein bisschen Geld und noch ein bisschen Erfahrung. Und abgesehen davon... Kann ich dem Typen jetzt schon sagen, dass er in die Bibliothek kann? Fragezeichen. Warum erfahre ich das Dumm-dum. Jetzt erst? Wegen der Bibliothek. Du Glücklicher hast den Schlüssel zur Bibliothek bekommen. Und dabei bist du erst kurze Zeit hier. Nutze die Chance. Und lerne aus den alten Schriften. Ja, ich dachte, du willst auch rein. Oder habe ich mir das eingebildet? Achso, ja, vielleicht muss ich ja mit dem Meister Hyglas reden. Der hier irgendwo sein sollte. Hey, du! Was kann ich für dich tun, Novize? Ich würde gerne hier den Opolos reinkriegen. Wie schaffe ich das denn? Hey, ich bin Meister Hyglas, Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Es ist dir also von Meister Palan gestattet worden, die Schriften zu studieren. Dann ist es jetzt an dir, genau das zu tun. Lerne, auf dass du Erleuchtung in der Schrift findest. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer, die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Und ich erschaffe Runen, in denen diese Kraft ruht. Aufschlussreich. Kannst du mir das beibringen? Gerne. Die Magie wird von Innos verliehen. Oh. Nur seinen Dienern, den Feuermagiern, ist es möglich, zu lernen, diese Macht zu beherrschen. Naja gut, und den Wassermagiern und den Schwarzmagiern. Und streng genommen wird die Macht auch von Pilzen verliehen. Aber gut, das will ich jetzt mal nicht hier drin so laut sagen. Gibt es hier oben irgendwas, was da rumliegt? War das klug? Komme ich hier wieder raus? Ach verdammt. Ja, ich komme hier wieder raus. Fat Feet. Ist das blöd, dass man einfach runterfallen kann und dann nicht mehr rauskommt. Meine Güte. Gut, aber die Steuerung fängt gerade wieder an zu spinnen, aber das macht nichts. Die Folge ist eh gerade zu Ende. Und ich werde dann beim nächsten Mal in der Herberge wieder sein, in der Taverne. Zur tanzenden Harpie. Und die Weinlieferung abliefern. Genau, bis dahin. Danke fürs Zuschauen.